Irgendwas ist dieses Jahr mit den Drogerie-Updates anders als sonst. Essence hat einfach schon mal 3 Neuheiten rausgebracht, damit wir so einen kleinen Vorgeschmack kriegen. Und ich dachte mir, ich liebe kleine Grüße aus der Küche. Wir probieren's aus. Hey Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. 1, 2, 3. Wir schauen, was los ist. Essence bringt ja in den nächsten Wochen, meistens ein bisschen später als Catrice, ein neues Update in die Drogerien. Und ich habe bei Rossmann schon 3 Produkte in dem Hotspot-Aufsteller gefunden. Also in der Theke, in der Mitte. Und das waren diese 3 Schätzchen. Und ich dachte mir, die probieren wir einfach mal aus. Irgendwie scheint es, dass diese Produkte gerade genau das Ding sind, was wir wollen. Und ich dachte mir, wir machen dazu mal ein Video. Es sieht nämlich sehr, sehr spannend aus. Ich kenne einige dieser Produkte schon. Ich habe mittlerweile das Gefühl, ich habe mittlerweile alle aus dieser Reihe. Aber wir müssen gucken, wie die im Gesicht performen. Und vielleicht gibt uns ja das schon das ein oder andere Gefühl für die Neuheiten. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag. Falls nicht, hoffe ich, dass ihr mit diesem Video ein klitzekleines bisschen Aufmunterung erfahren könnt. Ich bin sehr gespannt. Wir schauen mal, was da los ist und würde sagen, let's go. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr den Kanal ein Abo da lasst und dem Video vor allen Dingen auch einen Daumen nach oben da lasst. Das wird in letzter Zeit ziemlich oft vergessen, aber das ist okay. Ich erinnere euch gerne nochmal dran. Wir haben 3 verschiedene Neuheiten. Einmal den Jelly Grip Under Eye Primer Stick. Wir haben einen Holo Highlighter und wir haben den Baby God Blush und den finde ich ziemlich, ziemlich spannend. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich mag diese kleinen Dinger eigentlich ganz gerne für unterwegs. Ich habe das Gefühl, dass Catrice und Essence dieses Jahr wirklich wieder einen ganz besonderen Cut macht. Letztes Jahr, erinnert ihr euch bei den Updates, habe ich gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass beide Marken irgendwie gerade so ein bisschen ineinander übergehen und viele Produkte, die ich eher bei Essence gesehen hatte, bei Catrice waren und andersrum genauso. Jetzt vom ersten Eindruck her trennt sich die Spreu vom Weizen wieder. Wir haben hier einmal Catrice mit sehr, sehr cleanem Packaging und Essence wieder sehr bunt. Und das ist das, was ich auch so ein bisschen verstehen kann. Wir starten Tatsache mit dem Jelly Grip Under Eye Primer Stick. Ich dachte mir, das ist ein Gesichtsprimer, deswegen habe ich schon ein bisschen Color Corrector drauf gehabt. Der wird mit Sicherheit aber gleich verschwinden. Wir haben hier 4,6 Gramm mit drin. Under Eye Primer Stick, Feuchtigkeit spendend, direkten Augenkontakt vermeiden. Okay, es riecht nach nichts. Es ist so eine weißliche Textur. Wir schauen. Krass, schmilzt direkt. Riecht wirklich nach nichts. Wir gehen jetzt einfach mal hier unter den Augen lang und klopfen das so ein bisschen ein. Es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine, wie Vaseline. Es fühlt sich erst so ein bisschen an wie Vaseline und dann zieht es aber recht schnell ein. Und du merkst sofort diesen kühlenden Effekt. Ist hier Menthol drin? Panthenol ist mit drin. Glycerin? Nee, also Menthol sehe ich tatsächlich hier nicht. Das hätte mich auch an den Augen gewundert. Und ja, du merkst es sofort, es wird gleich so ein bisschen klebrig. Das finde ich sehr, sehr spannend, dass diese Gripping Primer dieses Jahr sehr beliebt sind. Haben wir ja auch hier gesehen. Hierzu wartet bitte ab. Ich habe ein Video gedreht. Ich weiß nicht, wann ihr das seht. Vielleicht habt ihr es schon gesehen. Zur Invisible Cover Foundation von Catrice in Kombination mit diesem Primer. Das hier sieht sehr, sehr feuchtigkeitsspendend aus. Ich überlege, machen wir das jetzt nur auf einer Seite? Nee, komm, wir machen einfach mal heute beide. Gib mir das hier runter. 1, 2, blend das so ein bisschen ein. Kann ich mir vorstellen, dass das gerade, wenn man so sehr trockene Unteraugenpartie hat, dass das sehr, sehr gut funktionieren kann. Ich hoffe natürlich, dass Concealer und Foundation darüber gut funktioniert. Das Problem bei diesen Sticks kann oft sein, dass man einfach viel, viel zu schnell, viel zu viel benutzt und dann zu schnell Foundation mit drauf gibt. Das habe ich oft, dass wenn ich keine Zeit habe, ich einfach mich beeile und dann rollt sich das dann irgendwann ab. Deswegen lasst immer kurz ein Momentchen Zeit. Fühlt sich gut an, ganz leicht klebrig wird es, aber bei weitem nicht so wie der Gripping Primer von e.l.f. Während das Ganze hier nochmal so ein bisschen einzieht, kümmere ich mich einmal hier um die Foundation. Ich benutze jetzt hier die Invisible Cover Foundation. Ich bin sehr gespannt, ob Essence dieses Jahr eine neue Foundation rausbringt. Ich glaube, die letzte ist auch schon wieder 2 Jahre her, ne? Einen kleinen Tipp will ich euch mit auf den Weg geben. Ihr seht wahrscheinlich gerade, was ich schon gemacht habe. Ich bin mit der Foundation nicht auf den Augenring gegangen. Der ist ja bei mir ist er sichtbar. Was ich gemacht habe, ist, ich bin nur hier außen hingegangen, um den Übergang so ein bisschen zu überblenden und spare mir dort die Foundation mal aus. Einfach, weil ich das Gefühl habe, dass wenn ich mittlerweile die Foundation und dann den Concealer und dann das Puder aufgebe, es mittlerweile viel zu viel für meine Augenpartie ist. Ich entschuldige mich bei allen, bei denen ich immer gesagt habe, ja, ihr müsst einfach Concealer und Foundation und dies und das machen. Funktioniert bei mir nicht mehr. Die Zeit ist vorbei. Hat sich wirklich in den letzten 2 Jahren
stark geändert, dass ich einfach nicht mehr so viel Produkt unter den Augen tragen kann und auch nicht möchte. Es ist auch unnötig. Ich habe manchmal das Gefühl, dass mehr Deckkraft nicht unbedingt besser ist. Deswegen lasse ich hier den vorderen Bereich immer frei von Foundation, blende das nur hier hinten und so ein bisschen übers Auge aus und habe dann nicht mehr ganz so viel Produkt mit drauf. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr euch das neue Update vorstellt. Ich kann mir vorstellen, dass Catrice dieses Jahr wirklich eher auf dieses Professional Make-up geht und eher so Richtung Elf, glaube ich, so vom Packaging. Also ein bisschen reduzierter, ein bisschen einfacher, nicht mehr ganz so Clean Girl, so wie es letztes Jahr war, mit diesem Soft Glam Fluid Filter. Es war ja alles recht schlicht und recht beige und dieses Jahr wird, glaube ich, der Fokus eher so auf schwarz-weiß sehr reduziert sein. Und bei Essence, glaube ich, Essence probiert dieses Jahr sehr TikTokable zu werden. Also bunte, kleine Produkte, die viral sind, die recht günstig sind, ist ja Essence immer noch, ne? Dann machen wir es hier. Jelly Grip 3. Ist aber doch schon echt teuer geworden, ne? 3,29 €. Boah, das ist krass. 3,29 €. Nee, warte mal, der Holo Highlighter 3,29 €, der Blush 2,99 €. Okay, ja, weiß ich jetzt nicht. Guck mal, die Foundation hat 7 € gekostet. Na gut, die sind halt kleiner, ist ein bisschen schwieriger, die herzustellen. Okay, könnt ihr mir gerne mal schreiben, ich bin gespannt, wie die Preise dieses Jahr werden. Prinzipiell bräuchte ich jetzt gar nicht mehr unbedingt Concealer, machen wir aber selbstverständlich trotzdem. Ich benutze wie immer meinen Natasha Denona Concealer. Und lasst den auch wirklich einen kleinen Moment antrocknen, da das funktioniert bei mir ehrlich gesagt am besten im Moment, wenn ich einfach so ein bisschen Concealer, wenn ich da ein bisschen Zeit vergehen lasse, weil dann die Feuchtigkeit so ein bisschen verschwindet und der sich dann einfach besser ausblenden lässt. Falls ihr euch fragt, was ist eigentlich gerade mit deiner Haut los? Habt ihr vielleicht schon gesehen? Katastrophe. Concealer lassen wir kurz einmal eintrocknen. Ich mache schnell ein bisschen Kontur. Ich nehme hier diese Palette von Rivalazmi, Favorite Contour Palette aus der Drogerie. Blende den Concealer einmal aus. Und dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Okay, hat sich nichts abgerollt. Sehr, sehr gut. Ich habe das Gefühl, dass das ziemlich frisch unter den Augen aussieht. Schaut euch es gerne mal an. Also klar, so ein bisschen läuft das immer in die Fältchen. Deswegen blende ich das dann immer noch mal so ein bisschen aus und nehme so überschüssiges Produkt aus den Fältchen weg. Aber so der Bereich um die Augen fühlt sich sehr gut an. Man sieht, manchmal sieht man so ein bisschen Glow noch durchkommen. Ja, das gefällt mir jetzt ganz gut. Ich hätte wirklich gedacht, dass das so ein Face Primer ist. Kann man mit Sicherheit auch im gesamten Gesicht benutzen. Aber jetzt wird's aufregend, jetzt wird spannend. Wir haben dieses Mäuschen hier. Und das ist der Lip and Cheek Baby God Blush. Es gibt das ja auch als Bronzer, als Contour, aber glaube ich nur in Amerika bisher. Under Eye Primer war mir leider viel zu hell, aber der Baby God Blush Stick soll für die Lippen und für die Wangen sein. Und die Farbe ist echt spannend. Auch endlich mal was für etwas dunklere Haut. Ein ganz, ganz schöner, dunkler, bäriger Ton und sehr, sehr pigmentiert. Wow, okay. Ich arbeite mir das erstmal auf die Hand, einfach damit wir nicht ganz so viel Produkt haben. So ein richtig... Oh nein. Das riecht nach Honigmelone. Ja, das riecht nach Honigmelone. Warum nach Honigmelone? Da hätte das nicht Himbeere sein können. Der riecht nach Pfirsich. Und der riecht nach Honigmelone. Ja, Honigmelone verstehe ich jetzt nicht, aber wir gucken mal. Huh. Sehr pigmentiert. Sehr pigmentiert. Aber eine wirklich schöne Farbe. Die ist intensiv, die ist da, aber nicht zu laut. Ne, das ist ja, ich habe ja immer so Probleme bei, mit so pink, ganz, ganz lauten pinken Shades. Das ist ein sehr, sehr schönes, bäriges, ja, schon fast herbstlicher Ton. Ach, auf den Lippen bin ich halt jetzt gespannt. Ich finde das Wort Tint. Was ist nicht? Stand ja, hat ja niemand gesagt, dass es ein Tint ist. Okay. Jetzt sehe ich aus wie Schneewittchen. Da ist es ein bisschen schwierig, das ordentlich auf die Lippen aufzutragen. Aber ich mag die Farbe sehr, sehr gerne. Und jetzt mit einem braunen Liner. Hier ist jetzt einer von Natasha Denona. Oh, der ist sehr braun. Ist eine schöne herbstliche Kombination. Ein dunkelbraunen Lip Liner. So einen bärigen Blush. Und gleich tragen wir noch ein bisschen Bronzer auf. Auf den Lippen gefällt er mir besser als auf der Wange, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, dass er mir einfach ein bisschen zu pink ist. Ich glaube, der ist eher für etwas dunklere Haut gemacht und dafür auch sehr, sehr schön mit Sicherheit. Und man kann ihn sehr gut aufbauen. Also die Lippen, meine Haare, die nerven mich. Ich bin kurz davor, mir einen Buzzcut zu machen, einfach alles abzurasieren. Auf den Lippen unglaublich schöne Farbe. Auf den Wangen auch. Ich glaube, je dunkler eure Haut ist, desto schöner wird er auch aussehen. Jetzt haben wir das hier. Ihr kennt ja mein was ist das Gegenteil von Fable? Ein Fable haben. Meine Abneigung zu Holo. Wir haben den Holo-Stick. Baby God Holo Glow. Highlighter-Stick mit verblendbarer Textur.
So aus, riecht nach Pfirsich, riecht gut, gefällt mir besser als Wassermelone. Schon wieder ein Schnapperchen, naja, ist schon wieder schön. Den würde ich nicht auf den Wangen tragen, bei meiner Hautfarbe zumindest nicht. Wenn ihr dunkler seid, auf jeden Fall, weil der, wenn du das so ein bisschen wegdrehst, schau mal, vorne hast du lila und wenn du zur Seite gehst, dann wird es halt so ein bisschen bronzy. Wäre ich vorsichtig bei sehr heller Haut mit, aber auf den Augen wird das richtig schön sein. Deswegen machen wir da jetzt mal schnell was. Essentials Palette. Für sowas ist die perfekt, ne? Bisschen hier in den Braunton, ein bisschen schattieren und dann nehmen wir uns den Stick und einen Pinsel und tragen uns das hier mal auf. Ja. Schön. Ich mag diesen Reflex zwischen Lila und Gold sehr, sehr gerne. Seht ihr das? Ist ganz leicht. Kann man gut aufbauen. Sieht sehr schön aus. Nee, auf den Wangen ist es mir, glaube ich, nichts. Das ist mir, seht ihr, das wird dann gleich so ein bisschen braun. Auf den Augen, auf meiner Hautfarbe, toll. Sieht wirklich sehr, 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 sehr schön aus. Ist natürlich, ne, der fixiert sich nicht von selbst. Das ist ein Stickprodukt, sieht also demnach auch so ein bisschen glossy aus. Auf den Augen, ja. Ja, ist jetzt aber doch noch ein bisschen blass ums Näschen aus, gerade mit so einem dunklen Blush. Ein bisschen Bronzer. So gefällt mir das sehr, 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 sehr gut und sieht für mich nicht günstig aus. Also es ist ein schönes, leichtes Make-up. Ich glaube, man sieht es unter den Augen, dass dieser Glow so ein bisschen durchkommt. Deswegen gehe ich jetzt hier nochmal mit ein bisschen Puder runter, um das zu fixieren. Würde ich eh immer machen, habe ich jetzt tatsächlich gerade vergessen. Einfach damit das ein bisschen fixierter ist. Under Eye Primer hat mir bisher gut gefallen, würde ich sagen. Schauen wir das nochmal von Namen an. Ja, hat sich nicht zersetzt, ist schön feuchtigkeitsspendend. Kann ich mir auch gut vorstellen an Tagen, wo man vielleicht einfach gar kein Make-up tragen möchte. Blush, tolle Farbe. Mir auf den Wangen ist nicht meine Farbe für die Wangen. Auf den Lippen mit so einem dunkelbraunen Lip Liner. Unglaublich schön, sehr herbstlich, sehr elegant. Und auch der Highlighter Stick würde ich auf den Augen bevorzugen als auf den Wangen. Aber auch das ist nur Grundlage meiner Hautfarbe, ne? Und da, das ist völlig in Ordnung, dass es auch endlich mal Produkte gibt, die vorrangig für dunklere Haut sind. Ganz, 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 ganz toll. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem kleinen Update sagt. Vielleicht kommen ja in den nächsten Tagen oder Wochen schon die neuen Produkte raus. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns dann spätestens beim nächsten Video. Passt auf euch auf!